Hallo liebe Leute, hier ist euer Tampa 26 und willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Brief of the Wild. So, im letzten Part haben wir den König der Zoras getroffen, Torefan, oder wie der heißt, und seinen Sohn Sid, und den haben wir schon in den letzten paar Parts getroffen. Und ja, im letzten Part haben wir erfahren, dass wir den Wassertitanen Faruta besänftigen sollen. Dafür brauchen wir aber Elektropfeile, und damit wir die bekommen, sollen wir, glaube ich, jetzt mit diesem Älteren reden da. Genau, den Berater des Königs, der was uns ja nicht so leiden kann, wie es aussieht, haben wir in letzter Tat gemerkt, dass der ein bisschen misstrauisch ist uns gegenüber. Aber da ist er schon. Da ist auch Siton, der König. Siton. Okay. Hallo. Was soll das? Wenn du Paran willst, war dein Weg hierher umsonst. Ich habe nichts mit dir zu besprechen. Hör zu, Muzo. Es gibt etwas, das ich dir verschwiegen habe. Es ist mir etwas unangenehm, es dir direkt vor ihm zu sagen, aber es war Link, den meine Schwester liebte. Was? Ich war damals noch zu jung, um viel davon mitzubekommen, aber von meinem Vater habe ich immer wieder gehört, dass Link einen besonderen Platz im Herzen meiner Schwester einnahm. Was? Das kann doch nicht sein. Das habt ihr doch erzonnen, um mich zu demütigen. Die große Mifa hätte niemals einen Hylianer lieben können. Erinnert sich ja nicht mal mehr an sie. Sogar beim Anblick ihrer Statue bleibt sein Herz bei jeder Regung. Das ist die Wahrheit, Muzo. Auch wenn sie es nie übers Herz gebracht hat, sie mit dir zu teilen. Was labern die da? Ja, haben wir schon mitbekommen, das ist Mifa. Die eine der vier Recken, oder besser gesagt fünf. Weil Link gehört ja, glaube ich, auch dazu. Oh, was ist jetzt los? Jetzt erinnert er sich wahrscheinlich daran. Und da ist auch der Wassertitan. Oh, krass. Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Oh. Du warst wirklich ein ungestümes Kind. Andauernd hattest du irgendeine Schramme. Und jedes Mal habe ich dich geheilt, genau wie jetzt. Hylianer werden so schnell erwachsen. Im Handumdrehen warst du viel größer als ich. Ich war so froh, dass ich deine Wunden heilen konnte. Ich war glücklich. Die Verheerung Ganon droht wiederzukehren. So viel wissen wir. Aber was genau auf uns zukommt, das können wir noch nicht einmal erahnen. Aber auch wenn der bevorstehende Kampf noch so hart wird, wenn du eine Verletzung davon tragen solltest, dann bin ich da und heil dich. Egal wie oft, egal wie schlimm es ist, ich möchte dich einfach beschützen. Wenn dieser Kampf vorüber ist, dann wünsche ich mir, dass du wieder zu Besuch kommst. Wie damals. Damals, als wir beide noch Kinder waren. Ah, da merkt man schon richtig, dass die Gefühle für ihn hat. Das muss man schon sagen. Aber er hat sich wieder erinnert. Das ist krass. Hm? Was ist, Link? Alles in Ordnung? Hm. Na sowas. Du zitterst ja wie eine Kaulquappe. Was? Was ist denn? Ich erinnere mich. Was? Erst hast du sie vergessen und jetzt plötzlich erinnerst du dich wieder? Und das soll ich dir glauben? Einfach so? Beweis es mir. Geh und beweise mir, dass du es warst, dem sie ihr Herz geschenkt hatte. Wenn du mich überzeugst, sollst du erfahren, wo man Elektropfeile herbekommt.
Ja, und jetzt? Du kannst reden, so viel du willst. Dir glaube ich kein Sterbenswörtchen. Oder kannst du beweisen, dass Mifa dich geliebt hat? Weil du mir wirklich so einen Beweis für liefern solltest, dann sage ich dir, wo mein Elektropfeile herbekommt. Was? Was zum... Okay. Diese Zo... Aber die kann uns ja nichts bringen, oder? Ah, oh ja, das muss man sogar anziehen. Du kannst dich umsehen. Weißt du, habe ich unabsichtlich eins übersprungen. Moment mal, ich muss kurz meine Katze rauslassen. So, bin ich wieder. Du kannst dich umziehen, so oft du willst. Glaub nicht, dass du mich das irgendeine Weise beeindruckt oder irgend sowas. Das ist doch die Zora-Rüstung. Die edle Mifa hat sich eigenhändig angefertigt und es sieht so aus, als besitzt du sie exakt deine Größe. Wie ist das möglich? Hast du verstanden? Mifa hat Link geliebt. Für ihn hat sie die Rüstung gemacht. Dass sie in ihm wie angegossen passt, ist der beste Beweis dafür. Weil du Hylian noch nie leiden konntest, hat die Mifa allen verboten, dir davon zu erzählen. Dann musst du uns jetzt wohl helfen, Muzo. Wir kommen wieder an die nötige Menge Elektropfeile. Wie ich dich kenne, hast du schon einen Plan. Sollte die Rüstung wirklich und wahrhaftig für dich angefertigt soll. Was? Soll sie die Rüstung wirklich und wahrhaftig für dich angefertigt haben? Mann, ich bin echt zu dumm zum Lesen teilweise. Der hat echt was gegen uns. Der ist echt komisch, der Typ. Es schmeckt mir zwar noch immer nicht, einen Hylian um Hilfe zu bitten, aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich bin ein Zora von Ehre. Ich stehe zu den Blasen, die ich blubbere. Ich werde dir sagen, wo du Elektropfeile in Hüllen und Füllen finden kannst. Dieser Berg, das ist das sogenannte Donnerhorn, auf dem sich das Kap der Prüfungen befindet. Auf diesem Berg lebt ein gefürchtetes Monster. Er schießt mit Elektropfeilen auf jeden Eindringling. Für den Zora sind diese Pfeile absolut tödlich. Ach, scheiße. Aha, der Leune. Was? Dieses Monster verwendet mit Vorliebe Elektropfeile. Du musst versuchen, ihm ein paar davon abzuluxen. Er ist sehr gefährlich, aber du schaffst das sicher irgendwie, Link. Um den Tal in den Griff zu bekommen, wirst du eine beachtliche Menge Elektropfeile brauchen. Sagen wir mal 20 Stück oder mehr. Bleibt abzuwarten, ob du es schaffst, so viele Pfeile zu ergattern. Was sagst du denn da, Muzo? Natürlich schafft er das. Gut, wir sollten ins Wasser schlagen und solange es nass ist. Der schnellste Weg aufs Donnerhorn führt die Wasserfälle im Osten des Dorfes hinauf. Die Zora-Rüstung wird dir dabei eine große Hilfe sein. Schwimm einfach direkt unter den Wasserfall und dann rauf. Ich warte am östlichen Stausee auf dich, wo der Titan ist. Wenn du mindestens 20 Elektropfeile hast, komm dorthin. Überlass das mir. Gut, wir nehmen uns gemeinsam mit diesen Titanen auf. Mann, das ist cool gemacht. Vielleicht hilft uns der dann wirklich. Ach du Scheiße, was ist das? Ja, auf das Monster habe ich jetzt echt keinen Bock. Das ist sicher so ein richtiges OP-Monster. So. Okay, wir müssen anscheinend diesen Linden herausfordern oder was? Leune, glaube ich, hat er gesagt, genau. Diesen Leunen herausfordern. Wo ist denn das jetzt? Okay, das ist da ganz oben anscheinend. So, wie schaut es mit der Zeit aus? Die Zeit ist noch ganz gut. So, vor der Rüstung her und so sind wir gut aufgestellt. Ich denke mal, dass wir den schaffen sollten. Ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht, wie stark dieses Vieh ist. So, beste Bögen haben wir, genug Bögen auch. Ja, ich werde am Anfang mal mit dem kämpfen. Wir haben ja auch irgendwo diesen Trank hier oder sowas. Genau. Das da oben soll es, glaube ich, sein. Soldat meldet Gehorsam. Keine besonderen Vorkommnisse im seinem Osttor. Okay, was laber. Oh, Link! Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Ich bin Yoda. Vor 100 Jahren haben wir oft zusammen gespielt.
Danach soll der Juliana den Prinz Sutton hergebracht hat. Aber ich muss sagen, in den letzten Monaten hast du dich kaum verändert. Oh, eigentlich darf ich gar nicht mit dir plaudern, ich bin im Dienst, weißt du? Ich arbeite jetzt hier als Wache am Hofstor. Gleichzeitig muss ich den Wasserstand den östlichen Stausees im Auge behalten. Lass uns später nochmal sprechen. Okay, ist glaube ich besser. So. Oh, das hat sogar überlebt. Okay, wo ist jetzt hier der, ist das jetzt hier der Wasserfall? Donauern Abkürzung östlicher Stausee. Okay, dann gehen wir den Weg. Oh Mann, ich bin schon richtig gespannt auf das Monster. Was ist denn das? Das ist eine Ente. Was ist das? Eine Schleimschnecke. Spurtlos haben wir auch hier. Kann ich jetzt den Wasserfall hier hochschwimmen? Nehmen, Hyliebarsch. Oh! Alter, das ist ja cool. Oh crap, Alter. Oh nein. Oh fuck. Oh, da hinten ist auch Faruta. Genau, da ist er. Das sieht halt richtig cool aus. Das ist dieser Elefant. Wir haben ja gesehen, einer schaut aus wie ein Vogel. Einer schaut, glaube ich, auch aus wie eine Eidechse. Also das haben wir ja in diesem einen Vorspann haben wir das ja kurz gesehen, recht am Anfang, wie die alle aussehen ungefähr. So. Aufsteigen. So. Jawohl. So. Ah, hier kann man nochmal rauf. Oh mein Gott, jetzt bin ich gerade ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil ich habe echt keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet, was für ein Monster. Aber hier sind nochmal irgendwelche Sachen. Große Maxi rüber, jawohl. Kann man sich gut heilen damit. So. Aufsteigen. Oh mein Gott, wir sind, glaube ich, fast oben, oder? Elektropfeil! Oh mein Gott, wir sind irgendwo da, ist es, glaube ich, schon, oder? Okay, wir werden nochmal, ich werde jetzt mal meine Rüstung wechseln. Die Hylia-Rüstung, mit der fühle ich mich ein bisschen sicherer. Alter, jetzt bin ich gerade echt nervös. Da ist nochmal einer. Den nehmen wir auch noch mit. Oh mein Gott. Jetzt bin ich gespannt, was hier uns erwartet. Sind die Elektropfeile von dem? Der ist wahrscheinlich da ganz oben auf dem Turm, kann das sein? Da ist, glaube ich, nochmal ein Elektropfeil, ja genau. Mutprobe voraus, aber nicht übertreiben. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Wo ist das? Oh Gott. Okay, die Musik wird gerade auch ein bisschen leiser. Oh nee, der schaut aus wie so ein Bosskampffeld. Bitte sag nicht, dass da jetzt ein Bosskampf kommt. Oh, da ist er, glaube ich, oder? Ja, das sind überall Elektropfe. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Vieh? Oh mein Gott. Nein. Oh, Link, duck dich. Oh nein, was ist das für ein Vieh? Alter, das ist, glaube ich, der erste Bosskampf, oder? Also es sieht so, es schaut ein bisschen nach Bosskampf aus. Oh mein Gott. Kann man sich an den anschleichen? Ich schau mal noch kurz noch die Zeit. Okay, wir hätten eigentlich noch genug Zeit. Wir können auf jeden Fall... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Alter. Blödes Vieh, Alter. Boah. Oh mein Gott, der macht Damage.
Holy crap, Alter. Komm, Link, friss rein damit. Oh mein Gott. Oh, komm her, du Wichser. Wichsvieh. Alter, ich weiche immer falsch aus, merke ich gerade. So, ausrüsten. Rein damit. Komm, Link, steh auf. Boah! Oh Gott. Na, ah, der ist schon sicher, richtig. Alter, ist das schwer. Okay, ich muss mal in den Kampf reinkommen. Oh, der hat viel Leben. Alter, der trifft mich immer so gut. Okay, ich glaube, ich hätte mich besser vorbereiten sollen für den. Bist ganz ein cooler, ne? Oh, du kleiner Wichser. Ausweichen, ausweichen. Jetzt haben wir ihn gut ausgewichen. Und noch rein mit Zeit. Ja, das gefällt dir, was? Oh Gott, der Schlag gerät nochmal zu. Oh, ja, nochmal rein. Ja, du kassierst. Oh. Alter, ist der krass drauf. Oh mein Gott. Wir haben auf jeden Fall genug Heileichen. Lass mich doch mal her. Okay, man muss echt viel ausweichen bei dem. Ja, du Kleine, wir haben schon die Hälfte der Leben abgezogen, aber... Ja, du kleines Arschloch. Okay, meine Waffe ist wieder down. Gott, ich hoffe, dass sich das mit den Waffen ausgeht. Ja, was ist los, hä? Er trifft mich immer mit diesem Sprintangriff. So, das mal rein. Eine Eichel. Oh mein Gott, was macht er jetzt? Boah! Ah ne, also mit dem Bogen bin ich echt schlecht drauf momentan. Okay, Nahkampf ist ja echt leichter. Okay, oh mein Gott. Und das macht er sogar öfters. Du kleines Arschvieh. Okay, aber ausweichen geht eigentlich echt gut. Ja, du kassierst. Er ist fast down. Jetzt nicht nachlassen. Alter, der Bosskampf ist aber echt spannend. Jetzt muss ich ausweichen und nochmal rein damit. Ausweichen. Aber er geht. Wir haben ihn fast. Ja, du kassierst. Oh mein Gott. Okay. Ausdauer. Okay, wir sind eigentlich so gut wie... Okay, wir haben aber noch genug Heil-Items, oder? Ja, wir können uns noch richtig hochheilen. Ja, wir haben noch richtig viele Sachen. Ja, kassiert. Ist er down? Er ist down, oder? Oh mein Gott, wir haben den First Try geschafft. What the fuck? Aber der war richtig geil, der Kampf. Aber er war richtig schwierig.
Leinenhorn, okay. Leinenhuf. Boah, der hat richtig viele Sachen gedroppt. Elektropfeile 10 und nochmal 10. Wir haben genug. Leunenherz. Oh mein Gott, Leunenschild. Leunenschwert. Leunenbogen. Was? Dreimal? Okay. Ja, da müssen wir mal die ganzen Leunensachen aus, oder? Aber der Bosskampf war echt geil gemacht, muss man echt sagen. Okay, den Bogen will ich eigentlich auch mitnehmen. Okay, machen wir das einfach weg. So, Leunenbogen ausrüsten. So, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, wir können eigentlich zurückkehren. Schauen wir mal, was wir jetzt hier haben. Neue Mission. Du hast 20 Elektropfeile ergattert. Begib dich nun zum östlichen Stausee, wo Sittern bereits auf dich wartet. Der östliche Stausee liegt direkt unterhalb des Kaps der Prüfung auf dem Donnerhorn. So. Eigentlich haben wir fast keine Pfeile bei dem benutzt. Aber der Kampf war echt geil. Also war ein echt guter Bosskampf. Er war im Fernkampf war uns eindeutig überlegen, also mit diesem Sprintangriff. Da haben wir kurz vorm Schluss, habe ich jetzt kurz vorm Schluss den Dreh rausgehabt, aber in Nahkampf war er jetzt, finde ich, nicht so stark. Also ich würde euch raten, wenn ihr gegen ihn kämpft, bleibt auf jeden Fall im Nahkampf, weil da ist er eigentlich nicht so schwierig gewesen, also für mich zumindest. Da war er im Fernkampf deutlich stärker, also mit diesem Sprintangriff hat uns richtig immer kassiert. Aber er war auf jeden Fall ein mega cooler Bosskampf. Props an die Entwickler hier. So. Da unten sollen wir aber jetzt, glaube ich, auch hin. Ja, da hinten ist nämlich auch schon das Vieh. Ja, Leute, ich würde sagen, wir beenden nach diesem spannenden Bosskampf diesen Part und im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich gegen Faruta kämpfen müssen. Nehme ich mal an, weil ich glaube nicht, dass sich der einfach so besänftigen lässt. Aber ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Bis dahin und weiterhin fantastische Laune, Leute. Ciao, ciao.